So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Das ist der Sören, den Sören kennt ihr, denn es ist Halloween und deswegen ist er der Sören und den müssen wir noch anmachen. Jetzt leuchtet der Sören, den stellen wir hinter uns ins Regal. Das ist unser Zusatz-Halloween-Maskottchen. Guck mal, wie der guckt. Sieht man gar nicht. Genial. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und es ist wirklich so wenig reingekommen. Es wird eine sehr kurze Folge. Da freue ich mich schon drauf, dass ich nicht so viel reden muss. Jetzt aber Start mit dem Video. Angefangen hat die Woche hier beim Saniel Dilling. Der hat ein 100% Shiny Magnetilo bekommen. In Meiningen. Und das ist das Besondere auch an der ganzen Sache. Am 16.10., jetzt weiß ich nicht, ist das aus der Magnetstudie Forschung oder aus einer Feldforschung? Auf jeden Fall ist das ja schon mal krass, weil es ja nicht wild war, gehe ich von aus. Oder war das wild? Wenn es wild war, ist es nicht so wertvoll. Ich gehe mal von aus, es ist aus einer Feldforschung vielleicht. Dann ist das ja schon richtig genial. Und diese Kombination aus 100er und Shiny ist schon ja fast Schocker der Woche Kandidat. Habe ich aber nicht gemacht, warum, seht ihr später. Dann habe ich ein Ticket bekommen von Gelber Deadpool für den Makabaya-Forschungstag. Danke dafür, Video ist auch schon online. Palzkind Forever ist Glücksfreund geworden. Bitte melde dich. Weiß nicht, wie ich dich erreiche. Ich dachte eigentlich, das war mal ein Account von mir, der verkauft wurde und der sich umgenannt hat. Und jetzt weiß ich nicht mehr an wen. Jan von Smile, bitte melde dich. Ich meine, ich weiß bei vielen, wie ich die anschreibe, habe ich auch, aber irgendwie kommt nichts mehr zurück. Schade. Monolog, da wurde schon getradet, der ist immer am Start. Coole Socke. Dandro, richtig chillig, auch unterwegs, auch schon getradet. Das geht dann auch immer fix. Julia, war ich verwirrt, hat sich geklärt. Ist die Freundin von einem Freund, der und überhaupt so. Jetzt haben die also und dann ist das auch schon fertig. Dann habe ich vom Excavator ein Ticket bekommen, aber nicht nur ein Ticket, sondern gleich beide Halloween-Tickets. Da wird es noch ein Ausbeute-Video auch geben, wahrscheinlich morgen, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Danke dafür, Eisentetsch, noch im Urlaub, sobald zurück, wird er auch getauscht. Dann Jewel, die meldet nicht nur böse Menschen, die bei anderen an die Autos ranfahren, die schickt mir auch Shinies mit Kostüm. Vor allem Bautz. Bautz mit Kostüm. Ich dachte, das kommt erst im Teil 2. Sie hat's halt jetzt schon. Hä? Jetzt blick ich gar nicht mit durch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Nein, das ist ein Bautz mit Kostüm, mit Zylinder, mit auch recht guten Werten in Shiny. Sieht ja eigentlich gut aus. Eine Eule mit einem Zylinder an Halloween. Das ist gut gewählt. Max Uncharted. Habe ich bei Campfire angeschrieben, mal gucken, ob was zurückkommt. Rentner Gangster, keine Ahnung, findest du nicht. Bitte melde dich, ne, das neue Format mit Ramses. Dann kam der Monolog nochmal, ihr kennt ihn noch. 100% Morpeko. Seit gestern gab es Morpeko neu, er hat direkt ein 100er, was ja bei Kämpfen seine Form wechselt, aber halt momentan nur bei Rocket rüpeln und in der GBL, nicht bei Raids oder anderes. 100% ist auf jeden Fall cool. Schocker der Woche, muss aber was Einmaliges sein. Wir werden noch ein zweites 100er Morpeko hier haben, deswegen ist das nicht der Schocker der Woche. Eiskorb Jens, zweiter Nebulak-Dönerkampf, 100% Döner-Nebulak. Ich habe gestern 1250 Partikel gehabt und konnte exakt 5 Döner-Raids machen. Mein Bestes hat, glaube ich, 15, 15, 12 oder so jetzt an IV. Noch kein Shiny dabei, noch gar nichts. Aber ich muss sagen, es macht echt Bock, jetzt Nebulak zu jagen mit den Startern. Die lasse ich erstmal Nebulak, jetzt Nebulak holen für Gengar, um ein Giga Dynamax Gengar dann herauszufordern, zu besiegen, wenn das dann am Wochenende kommt. Aber ob das überhaupt funktioniert, weiß ich nicht, weil gefühlt bin ich alleine. Vielleicht sind wir dann doch zu viert. Aber zu viert wird das auch nichts, wenn ihr 40 Spieler braucht, also 10 bis 40. Wir sind gespannt. Das hat er dann auch natürlich gleich entwickelt, gemaxt und Angriff auch noch gemaxt. Junge, wie viele Partikel muss der denn haben? Ich muss immer alle zusammenkratzen von einem Tag, dann ab und zu mit in den nächsten Versuchen reinzunehmen, dass ich da noch mal ein bisschen mehr machen kann. So ist auch die Taktik dann, das Wochenende vom Freitag die Partikel in den Samstag nehmen
und die Partikel von Samstag und Sonntag zusammen am Sonntag nehmen, damit man einfach insgesamt 3 Raids am Wochenende machen kann, weil die ja mehr kosten. Dann hat er wieder was erlöst, vorher und nachher, Klibunge erlöst zum 100er, ein legendäres 100er, Taubsi also erlöst. Dann Immens Jens Schocker, auch Mopeko 100%. Dann bin ich mal gespannt, ob der Immens Jens am Wochenende vielleicht auch am Start ist bei den Giga Dynamax Starter Endentwicklungen. Und Thomas vielleicht, und Shenaya vielleicht, und vielleicht, was weiß ich noch, keine Ahnung. Und mal gucken, ob das passt, dass wir da vielleicht einfach eins hinkriegen. Vielleicht für ein Video. 3 Videos von jedem eins, das wäre mein Ziel, das wäre perfekt. Ich denke aber, wir schaffen es nicht. Vielleicht ist es aber doch einfacher als gedacht. NetGhost, wieder ein Shiny aus der Ramses-Einladung. Das geht vielen so, wenn ich meinen täglichen Raid poste in der Raid-Gruppe. Und die machen mit, lese ich immer Shiny, Shiny, Shiny. Ich nix, die anderen kriegen immer die Shinies. NetGhost hat also eins bekommen. Am Makabaya-Forschungstag hat er noch 100er bekommen, ne? Da konnte ich aber jetzt nichts dazu. Und generell Shinies am Makabaya-Forschungstag, seht ihr hier, da ist auch noch ein Fleckmon mit drin. Und ja, halt Makabaya, Giratina, zack, fertig. Quest Day nach 1,5 Stunden bei Shenaya hat vermehrt Gala, auch ein Schilderus dabei, Rest normal, Faxe Red Eric, auch ein Shiny, Giratina, das müsste auch aus Meiningen sein, glaube ich, ja? Kohlemann, Makabaya 100% Shiny, Neurubin, das auch vom Forschungstag, ein 100er zu bekommen, war auf jeden Fall eine coole Sache, hat aber Mindest-IV 15, 15, 15 gehabt. Die Shiny-Rate war erhöht. Also das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich nicht so krass wie vielleicht das Shiny Magnetilo am Anfang, weil das war ja kein Forschungstag, das war ja anders mit Feldforschungen und das Makabaya, es ist cool, aber irgendwie ist das Nebulak dann seltener gewesen noch, weil hier konnte man den ganzen Tag einfach Forschungen machen, dann hat das gepasst. Auf dem kleinen Account 100% Samazenta noch mitgenommen. Sören aus dem garantierten Glückstausch. Flabebe? Ist das Shiny? Nö, ist ein normales. Wer tauscht denn Flabebe im Glückstausch? Der Sören. Sören! Da hinten ist er doch, genau. Tiso, Magnetstudie. 2 Plusle, 1 Niebel. Magnetstudie, den fand ich am besten und direkt vor der Haustür. 100er Kramurks, guter Flugangreifer, Unlichtangreifer, alles dabei. Jetzt müssen nur noch die Shiny-Vögel aus dem Rauch aufkreuzen. 4 Meisterbälle. Da musste ich gleich Kontra geben. Meiner Meinung nach brauchst du bei den Shiny-Galler-Vögeln aus dem Abenteuerrauch keinen Meisterball, da die Shiny-Galler-Vögel aus dem Abenteuerrauch nicht fliehen können. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Meiner Meinung nach können die nicht fliehen, hieß es. Die sind schwer zu fangen, sie brauchen mehrere Bälle, die sind nicht im ersten Ball direkt drin, aber an sich sollten die nicht fliehen können. Ihr könnt also ruhig mit ohne Beere und ganz vielen roten Pogebällen da 300 Bälle draufwerfen, bis der drin bleibt oder halt mit Goldener und mit einem Hyperball, dass das vielleicht schneller geht, aber ich glaube, dafür einen Meisterball nehmen wäre Quatsch, lieber bei 100%igen Legendären aus Raid, wenn ihr nur noch einen Ball habt und denkt, oh, der flieht, nee, jetzt packe ich mir den sicher in die Tüte. Die Shiny-Rate beim Forschungstag war okay für eine Stunde Spielen mit Ticket. Die unteren 3 waren aus den Feldforschungen, der Rest aus dem Ticket. Zickzacks ist auch dabei, das ist also der Uwe aus der Runde. Alexander Aria, endlich ein 100er Taubsi in Pokémon Go. Ich glaube, der hat doch schon eins gehabt. Der lügt also immer, dieses endlich, das macht er mit Absicht. Meine Shiny-Ausbeute von Makabaya Quest Day in endlich Pokémon Go. Ja, da sind Makabayas dabei und Echnatolls. Und 200er von Gala Makabaya vom Quest Day zweimal hintereinander von der Bezahlforschung. 420. Glückwunsch dazu. Endlich Shiny Irbis in Pokémon Go. Aluhut, der hat mir auch ein Video geschickt im WhatsApp, wie er auch Legios Solo gelegt hat. Und als Belohnung gab es für ihn dann ein Shiny Legios Döner Tier. Habt ihr ein Shiny Legios Dynamax Pokémon? Und schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, oh, ein Schocker der Woche. Aber da hat man ja gefühlt jeden Tag die Möglichkeit. Und weiß ich nicht. Finde ich hässlich halt, dieses braune komische Ding. Und außerdem nervt es mich. Und war eh ein Kraus, jeden Tag da 3 Raids von zu machen.
aus dem täglichen Rauch genau so bekommen. T-Tomic. Shiny Gala Lavados 14-14-13. Das ist auf jeden Fall cool. Der ist natürlich jetzt nicht mehr so knüppelrot, sondern eher so gelbrot. Das ist wie Netto, ne? Die zwei konkurrierenden. Nee, auch nicht. Also, machen wir es weiter. Das ist Schocker der Woche. Ich weiß nicht. Ich meine, sind halt jetzt neu. Eigentlich ist es, mir hat noch keiner einen Vogel geschickt, außer der T-Tomic. Der schickt Vögel durch die Gegend. Cumulus, Giratina, Shiny noch mitgenommen. Minun, Shiny mitgenommen. Super Mario mitgenommen. Bei Pilzen muss ich immer an Super Mario denken, keine Ahnung. Cumulus, Nebulak meine ich, Shiny mitgenommen. Ja, ist das jetzt normales? Es ist kein Döner-Max, genau, weil man sieht im Hintergrund nämlich den Typ. Und normalerweise müsste da der Döner-Max stehen. Und dann sind wir beim Lenz Hart mit Shiny Magnetilo und Shiny Minun. Das war's von den Highlights der Woche. Jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt von, haltet euch fest, diesmal von, haltet euch fest, meine ich, hä? Haltet ein Fest ab, jetzt an Halloween. Und der Schocker der Woche, diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Patrick Carter. 100er hat man heute, Shinies hat man heute, Shiny 100er hat man heute. Aber wo Mindest-IV bei waren, wo Shiny-Raten erhöht waren, aus einem Ei, 100% Shiny P, ist für mich auf jeden Fall das wertvollste und seltenste Pokémon heute in der Runde. Und da müsste mir theoretisch jeder recht geben. Er brütet denn schon noch Eier? Keiner. Dann, wann kriegst du denn mal ein Pi? Wahrscheinlich oft, wenn du Eier brütest, die richtigen. Wo sind die gerade drin? Weiß ich nicht. Siehst du? Das weiß ich noch nicht mal, weil ich keine Eier mehr brüte an sich. Dann ein 100er zu kriegen, ist auf jeden Fall fett. Babys immer so aufheben, sammeln. Kannst du ja nicht wild kriegen. Nicht aus Feldforschung und Babys nur aus Eiern. Shiny 100er Babys aus Eiern. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist für mich der Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus. Das ist der Sören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.